So, weiter geht's heute mit dem nächsten Ding und getting smashed. Let's go. So heißt zumindest mal das nächste Event. So, okay, let's go. Auch heute wieder 6 Runden, also wird das längere Folge, glaube ich, heute werden. So, wir haben hier 8 Rennen oder so. Genau, haut euch mal da gegenseitig weg, ist mir relativ wurscht. Ich muss auch jetzt gerade mal so ein bisschen in die ins Dings kommen, in die Runde kommen, dass ich ihn da vorne sitzen kann. Wir sind nur Dritter vor uns, sind doch Search Maniac und Boogeyman. Das sind also die zwei Jungs, die hier vor uns liegen. Ah, bist weit rausgekommen. Wieder mit Zeta, also. Jetzt ist gerade so ein bisschen irgendwie auf weiterkommen. Geil, du fliegst jetzt mal 5 Kilometer, willst dich zurücksetzen. Boah, der hat knapp, ey. 15. Ja, wie gesagt, wir waren mal Zweiter. Komm, hau ab von meiner Seite, mein Freund. Die wollte ich. Gerade wollte sie jetzt ein bisschen. Sechster. Klar, umso besser wir nach vorne abschließen. Ach, geh mir dann auch und sag mal, warte jetzt von mir. Sechster sind wir auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir noch Plätze mit nach vorne. Ich meine, es ist nur Platz 4 dann, aber weil uns halt, wie gesagt, alle da irgendwo nochmal auf die Fresse gehen wollen. Das heißt, wenn ihr gewinnt vor Street und Grave Digger, und dann sind wir nur auf Platz 4. Leider nur gelandet. Aber so gerade kommen wir uns nochmal durchsetzen. Aber wie gesagt, wir haben ja noch einige Läufe, glaube ich, vor uns. Also Platz 4 ist in Ordnung am Anfang. Wie gesagt, wir wären weiter nach vorne gekommen, wenn wir nicht so weit einmal eben kurz mal abgebogen wären. Aber es sind heute insgesamt 8 Rennen. So heißt zumindest. So, nächster Lauf. Zwei Lauf. Mal gucken. Das kann ja alles, ist ja alles noch drin. Also es gibt diese Bone, diese Knochenstrecke, die wir schon mal hatten. So. Ich starte noch 13. Wir müssen mal hoffen, dass wir vielleicht ein bisschen mit Glück dabei sind. Vielleicht haben wir kein Rennen heute gewinnen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht mit dem Finalpunkt haben. Aber solange die sich ja ein bisschen auf die Fresse geht, geht mir das Problem, wenn die alle kuscheln kommen. Ich weiß, dass der Zeta momentan nur. Aber jetzt gibt es auch ein bisschen Glück dabei zu haben, vielleicht durchzusetzen. Jetzt sind wir nämlich schon mal 5. Und ich jag jetzt gerade so ein bisschen die Jungs da vorne. Ich weiß, dass die. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere den noch mal ein bisschen auf den Knochen geht. Im wahrsten Sinne des Wortes. So meine ich das. Sie geben sich. Die jagen sich jetzt gerade so ein bisschen und wir kümmern uns mal so ein bisschen
für euch. Nicht in Ruhe. Patsch! Radfahrer rausgedrehter Wagen, den einen haben wir mitgenommen. Uiui. Das ist nicht fair. Also, was heißt nicht fair? Natürlich geht man zum Erster, weißt du, und einer, der kommt von der Seite raus und haut uns dann weg. Och man, halte mich doch am besten noch weiter auf, Mann. Während sie alle jetzt vor... Während sie jetzt alle... jetzt geht es immer nicht auf mich, jetzt sind wir nicht wenn man mal Erster. Wenn sich da einer vorne quer... Also, das heißt nicht fair, das ist halt passiert. Der Mean Rattler, der ist vor mir, der immer noch in der Position her. Ich komme momentan aber auch nicht rein ins, ins Rennen. So, wir sind da vorne, das ist Billy Ego, heißt der Kollege. Der hier. So, bitte. So, der vor uns mehr jetzt ist eine... Ah, bitte nicht vergehen. Wenn der, ich hoffe, dass der jetzt vielleicht sich jetzt auch an die Seite gedreht hat oder zumindest weggedreht hat. Ich muss jetzt, ich würde gerne diesen ersten Lauf gewinnen. Also diesen ersten Lauf, also man könnte sagen, diesen zweiten Lauf, ersten Lauf in der Fahrt gewonnen, ne? Ich habe immer noch einen hinter mir, das ist das Problem meiner Sache. Ich schwinde jetzt auch nicht bei mir. Ich komme aber auch nicht an dem überrundeten Fahrzeug vorbei. Das ist das Problem, wenn alle auf einmal irgendwie mit dabei sind und alle irgendwie was mit dazu tun haben wollen. Und im Zweifel sind wir komplett mit Vollgas hier ins Feldloch geflogen. Komm, eine Sekunde mal drauf. Machen wir nochmal zwei Runden. Also der eine irgendwie deckt in der Backe. Und das kann alles, kann sich alles ganz, ganz schnell drehen. Wenn hier vorne irgendwie so mega crasht und da klatscht mir einer in die Seite und plötzlich sind sie wieder alle vorbei an mir. Das ist doch nicht wahr. Warum eigentlich mal auf mich? Warum nicht immer auf die anderen? Warum führt man, warum geht man nicht mal auf die anderen Jungs da? Ja, zum Kotzen! Das war's, Mann! Wieder haben sie geklaut. Das war's definitiv. Als wenn da jetzt sich doch irgendwas Dramatisches passiert, dass die denen ins Feld fahren. Was super wäre, aber das ist halt das Problem. Und auf einmal das andere Dritter am Ende nur. Und so, eigentlich hätten wir es gewonnen. Wäre da nicht... Das Problem, wenn wir führen, uns fahren sie die ganze Zeit in die Karre. Und wenn sie denen, wenn wir die führen, weil lass mal die mal in Ruhe, dann haben wir den, haben wir da rein. Also das Ding hätten wir heute gewinnen müssen. Naja, gut, egal. Runde 3. Wir haben 8 Rennen heute. Alles ist gut noch. Nur, wir müssen mal anfangen. So ein Rennen zu gewinnen. So, Lauf Nummer 3 heute. Ach, hier ist wieder das Bonebreaker Rally. Okay, dann war das so eine ähnliche Strecke, aber ist ja egal. Alles gut. So langsam müssen wir mal gewinnen. Ich weiß nicht, wie das Finale aussieht, wenn wir halt kein Rennen gewinnen. Und das ist halt wieder so ein Sieg gewesen, der eigentlich hätte... Ja, der wäre sicher gewesen. Wir saßen, waren eine Runde vor Ende, waren wir nämlich vorne. Und dann kamen sie nämlich alle auf einmal und meinten, ja, knallen wir dem einfach in die Karre. Die anderen lassen wir in Ruhe, nur der muss weg. So, rein damit ins in den Lauf. 13. Platz 2 liegen. Da ist einer, der ein bisschen was mischen mitmachen will. Das Problem. Ja, geh doch da rein.
Weg vorbei. Ich bin jetzt führender. Hab aber immer noch ein Auto an der Backe. Jetzt haben wir es mal geschafft. Und jetzt ist es natürlich gefährlich. Umso länger das Rennen dauert, umso mehr Gegner haben wir genau hier unten in diesem Tal drin. Und das kann natürlich wieder ein bisschen Rennen werden, wenn er dann da mal einfach ins Feld zurückfliegt und dann nicht da durchkommt. Deswegen sollte man noch an Gehstrecke. Weil sie dann teilweise echt einem noch gefällt, einer. Ist aber gerade egal, ich mische mich jetzt auch nicht ein. Ich fahre jetzt nur mein Rennen irgendwie. Und versuche mein Rennen nach Hause zu fahren. Ich brauche mal einen Sieg. Einfach mal raushalten komplett und einfach mal die Jungs da in Ruhe lassen und machen lassen. Sollen sie sich doch gegenseitig wegquetschen? Nicht? Passiert doch nicht. Ja, da weiß ich das nicht. Wenn wir dann vor uns ziehen, voilà. Ja, wir machen mal 4 Sekunden. Wie gesagt, lasst euch da, macht euch da alles kaputt, ist mir wurscht. Lasst mich doch nur auf meine Ruhe, mein Ritzer. Caveman Mike, ja. Was verloren, wir sind dran führen da 9 Sekunden Vorsprung, aber da muss auf jeden Fall noch ein Unfall passiert sein mit dem Verfolger, das ist auch immer gut so. Pat, pat, der nächste, der sich da noch mit einmischt. Ich hasse solche Leute. Man muss auch mal gut Glück in die Welt. Okay, alles gut. Es ist halt das Rennen, es ist halt nicht so der Puls. Ich will dieses Ding hier gewinnen. 6 Sekunden momentan, also sehr, sehr Verfolger. Das ist halt das Problem. Du kommst halt ins Feld zurück, der rast einer in die Karre, der nächste, der von ganz hinten kommt, rast ebenfalls noch mit ins Auto. Glück gehabt. Genau, lass mich in Ruhe, hier liegt nur Scheiß, hier liegt nur Schrott rum. Ego. Lass mich einfach nur noch mal machen mit deinem Rennauto, mit deinem Rennen da. So, weiterhin halten wir uns gerade so ein bisschen schadlos. Also es kann natürlich auch in der letzten Runde wieder drehen. Wenn wir hier nämlich gewinnen, haben wir vielleicht eine gute Chance, wieder ein bisschen mit bereit zu kommen. So. Da lag ein Auto, das interessiert mich nicht. Da liegt auch noch ein Auto, der dreht uns natürlich. Und jetzt verlieren wir wieder. Ach, lass mich doch. Jetzt wollte aber echt mich ärgern, ne? Sekunde, hat noch 10 Vorsprung. Da liegt alles Mögliche rum. Sind alle ausgeschieden scheinbar. Aber wir gewinnen diesen Lauf, diesen dritten wichtigen Lauf. Den holen wir uns jetzt erstmal. Ja, fast alle sind rausgerutscht da noch. Wie gesagt, da sind einige weg gewesen. Aber erstmal das erstmal das Wichtigste. Eine Runde Vorsprung. Wir waren jetzt nur, waren nur die zwei doch dahinter bei uns. In einer Runde war. Also diesen dritten Lauf holen wir uns erstmal. Das ist erstmal ganz, 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 ganz wichtig. So. Lauf Nummer 4. Der heute ansteht. Was haben wir denn hier für eine Strecke? The Devil Stadium. Aha. Ach nein, bitte nicht. Das ist die Strecke. Die hatten wir schon mal. Da haben wir uns nämlich ziemlich verkackt, weil wir da immer wieder falsch aufgekommen sind. Naja gut, wichtig nicht. Erst ist wichtig, dass wir das beim Lauf gewonnen haben. So, dass wir ein bisschen mit dabei sind. Ich weiß nicht, wie die Tabelle am Ende aussieht. Ob es reichen würde.
der kommt nämlich ein bisschen scheiße auf gerade. Wir sind ein Sechster geworden oder so, glaube ich, in dem Lauf. Aber hier, Bunny Bumper. Und wir kommen genauso beschissen auf. Und landen im Graben. Auch hier sind wieder 6 Runden angefragt. Wir sind momentan auf Platz 4 liegen. Jetzt sind wir in der zweiten Runde. Ich habe mich jetzt gerade bewusst ein bisschen raus aus dem hier. General Lee ist das vor uns, der Drittplatzierte. Da gehen wir mal. Den drücken wir mal da in die Wand. Ah, da bin ich blöd an den. Ach. Ernsthaft, ich bin im Flug und krieg eine Geschwindigkeit zu hoch, Dings. Wo nicht wieder laufen. Ja, das ist halt genau das, was ich meine. Diese Strecke, ich mag sie nicht. Aber da muss ich halt leider fahren. Jetzt sind 7. momentan nur. Und es bleibt dabei. Also wir drücken den einen raus und der nächste, der sich da sagt, du, ich bleib da mal, hau da mal mich weg. Ja, wir kommen ziemlich beschissen immer auf der Seite auf. Stiefels, das heißt der neue Rivale. Das ist der Kollege, der vor uns liegt. Und wenn ich jetzt weiter werde, wäre ich eigentlich ziemlich happy. Wir sind jetzt gleich in Runde 4. Das war bewusst jetzt gerade, dass ich den mal da weggenommen habe. So, Buddy Mapper führt momentan das Rennen an. Aktueller Vorsprung bei ihm 9 Sekunden, 4 Sekunden, bitte. Ich komme aber auch immer ziemlich beschissen an dieser Ecke hier auf. Und während wir natürlich uns wehtun, die ganze Barney Bumper, der läuft da vorne auf Hochtouren, der will das Ding natürlich auch. Haut auf Haar, wir haben noch 2 Runden jetzt. Aber auch das kann sich ganz, ganz schnell wieder ändern. Er muss nämlich Lumelis ein bisschen blöd im Verkehr landen. Und dann kann man das ganze Ding wieder anders angehen. Aber wir führen momentan kein Rennen an. Wir sind Dritter momentan nur. Ich hoffe natürlich, dass er nochmal einen kleinen Fehler einbaut. Ui, das war beschissen. Ich hasse das, wenn du dann im Flug bist und... Ja, erstmal 5 Rollen machst, weil ne, die Geschwindigkeit ist so hoch. Du darfst nicht, das ist nicht. Du darfst definitiv nicht, ne? So, letzte Runde. Es geht jetzt gerade ein bisschen wichtig, um nochmal irgendeine Position mit nach Hause zu nehmen, um was mitzunehmen. Ah, verdammt, ich komme wieder falsch auf. Gut, bei den Wappen hat es gewonnen. Aber jetzt hol ich meinen Mann. Habe ich den noch geknackt? Habe ich den Typen noch? Habe ich meinen Rivalen noch mit? Ja, Zweiter! Das war richtig. Das war ganz, ganz wichtig, dass ich den noch mitgenommen habe, diesen Platz. Ich meine, den vorne, den konnte ich nicht mehr kassieren. Der ist dann irgendwann einfach weg gewesen. Der hat über 10 Sekunden Vorsprung gehabt. Das war klar. Aber dass ich mir die beiden Jungs auch noch geholt habe und zumindest mich doch auf Platz 2 mitgezogen habe, war wichtig. Der war nicht ganz unwichtig. So. Ich weiß halt nicht, wie es am Ende final aussieht. Aber wichtig ist, jeder Platz, jeder gewonnene Platz irgendwie noch am Ende ist wichtig. Wie sieht es momentan mit dem Klassement aus? Wir sind Erster, jawohl. Wir sind momentan Erster mit über 50 Punkten Vorsprung. Das war so wichtig, diesen zweiten Platz mit nach Hause zu fahren. Vierter, Dritter, Erster, Zweiter. Ja, das ist genau das, was ich meine. Glück gehabt. 12. 8. 22. Jetzt das Rennen gewonnen, ja. Okay, sehr gut. So, 4 Läufe noch. Auf geht's. Lauf Nummer 5. Ja, Halbzeit. Ja, da heute eine etwas längere Folge. Das ist klar.
So. Ja, war's gut, das war wichtig, das war so wichtig. Ja, klar, weil ich jetzt gerade mal reingeguckt habe, weil wir jetzt 50 Punkte Vorsprung haben, war es gar nicht so unwichtig. Wenn man unter die ersten vier kommt, denke ich mal, bin ich mir gute Dinge, dass wir diesen Lauf nach Hause fahren. So, weiter geht's. Lauf Nummer 5. Heute auch wieder hier auf Platz 13. Es bleibt dabei. Wir müssen halt versuchen, das nach Hause zu nehmen. So, Bunny Bumper hat auf das Rennen gewonnen, aber wie gesagt, der ist jetzt nicht groß in der Rivale. Ich gucke jetzt ein bisschen auf mich, versuche mein Rennen nach Hause zu fahren. Wir haben jetzt wieder eine etwas angenehmere Strecke zu fahren. Ich hätte auch nicht erwartet, dass wir mit 80 durchmarschieren. Aber wie gesagt, das wäre schön gewesen, aber es gibt immer mal so Momente, immer so Strecken. Okay, das ist, glaube ich, der Kollege. So, jetzt führen wir das Rennen mal an. Das wird aber nicht lange dauern. Ich denke mal, da wird jetzt gleich doch der Rest ankommen. So, auch wieder 6 Runden. Und während natürlich die anderen Jungs da hinten sich ein bisschen ärgern. Wenn sich ein bisschen bekriegen, sollen sie mal machen. Ist mir herzlich wurscht. Sich der Kollege da vorbei gedrückt hat und genau das, was ich eigentlich... Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich führe ein Rennen an, krieg direkt auf die Fresse. Einer drückt mich weg und der Rest haut damit brachialer Gewalt ins Feld. Aber ich sehe alles gut. Haut euch mal gegenseitig weg, das ist mir relativ egal, ob ich genug kann ein bisschen nach vorne kommen. Aber ich würde den Lauf halt gerne gewinnen, um einfach wieder ein bisschen nach Druck und nochmal den Druck zu erhöhen. Ich glaube, der Welt, das ist sogar mein Kontrahent momentan. War bewusst auch so, weil, ja, wie gesagt, es ist ja halt Demolition Race, ne? Es geht halt manchmal auch darum, einfach mal die Leute auszuschalten, einfach rauszunocken aus dem Rennen. Oh, das ist mein Rivale, oder? Ist das gerade falsch? Ja, der fährt doch nur. Es war nur die Anzeige gerade, dass mein Rivale da irgendwo rumgeistert. Aber wir haben zwei Autos direkt hinter uns, also kein Holly und den Sieger vom letzten Rennen. So ganz weg kommen wir gerade auch nicht. Runde 5 jetzt gleich, also voll zur Runde. Jetzt. Und das Ding ist erst entschieden, wenn man wirklich als Erster über die Linie fährt. Es kann immer noch so viel im Rennen passieren. Da muss nur ein blöder Fehler sein. Den machen jetzt gerade aber unsere beiden Verfolger, die sich da jetzt gerade ineinander verkeilen und damit natürlich so ein bisschen der Konkurrenz wieder ein paar Plätze nach vorne helfen, aber wieder so lange, die sich da auch in dieser Ebene kriegen. Und ich hier vorne mein Ding drin machen kann, mein Rennen erstellen kann. Wir sind momentan auch nur eine Sekunde Vorsprung. Und jetzt kann man natürlich an die Überrundung ran. Das heißt, wir haben natürlich gleich wieder zwei Kuppel drin mehr und da war die Bremse ein bisschen, wollte ein bisschen mitzicken. Weiß das. Der klebt mir an der Backe mit unter einer Sekunde. Also General Lee, der möchte natürlich das Rennen gewinnen und im Idealfall hier nochmal ordentlich in die Suppe spucken. Das Ding hier vielleicht für sich entscheiden, uns das Rennen mal zu versauen, während er jetzt aufpassen müsste, dass wir das Ende des Feldes nicht noch abkriegen. Aber das passiert nicht. Wir holen uns unseren zweiten Sieg im 5. Rennen. Das war wichtig jetzt gerade. Na, scheiße, aber immer nicht. Aber egal. Eine Sekunde Rückstand. Aber wir führen. So, nochmal 4000 dazu. Wir kriegen bestimmt Kohle dabei.
So, kommen wir gleich mal auf die besten Listen. Ja, wie gesagt, heute eine extrem lange Folge, ich weiß das. Ist halt so. Gucken wir mal ins Klassement, wie wir es momentan aussehen. Momentaner Vorsprung 80 Punkte. Also es war, es geht tatsächlich rein gegen The Wraith. Also den muss ich auch mal, dann kann ich ein bisschen was mit, dann weiß ich, okay, gegen den ich rantreten muss. So, nächster Rennen. Nächstes Rennen, Rennen Nummer 6 heute. Ja, es wird eine lange, lange, lange Folge werden, liebe Leute. Das wird, ist klar. So, los geht's. Also, ich weiß, dass du willst, wir kriegen eigentlich mit 80 Punkten Rückstand, der, wir wollen, also dem müssen wir heute kurz mal ausschalten, weil danach müsste es eigentlich durch sein, und dann können wir, schon mal, glaube ich, ziemlich entschieden. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel es für einen Sieg gibt, das müsste man mal rechnen, weiß ich nicht, weil der Kleine hier. Klar, unser Sieg, unser Ziel muss es sein, das ganze Sieg gewinnen. Also 410 Punkte haben wir jetzt geholt, haben wir jetzt auf dem Konto. Aber halt, ich könnte das heute schon nicht halten. Hau ab und geht's. Auch hier wieder 6 Runden. Das ist nie gleich ein Feuerwerk werden. So, für viele, so lange Folgen haben wir im Breakfast eigentlich selten. Aber sieht halt auch an, dass es heute eben ein langes Turnier ist. Schon Runde 2. Momentan führen wir. Solange da meinen Rivalen mitnimmt. Der momentan auch nicht an den ersten 4 liegt, also kann ich aber auch ganz schnell wieder hin. Jetzt versuche ich ein bisschen wegzukommen. Wir gehen jetzt in die Runde 3. Ja, das ist einer, der mich gerade so ein bisschen versucht zu attackieren. Hier das grüne Auto da. Runde 4. Ich glaube, sieht man, dass ich jetzt genau da... Ah, ich bin Erster und der bringt mich so komplett aus dem Konzept, ey. Jetzt sind sie wieder Vierter. Ausgequetscht, jetzt hol ich mir den Führenden. Ich will natürlich das Auto da vorne noch haben, diesen Mini-Verschnitt oder was das auch mal ist. Aber wir haben noch 2 Runden Zeit. Jetzt haben wir einen Geist, sind wir wieder dran an ihm. Ja, den kriege ich mir ganz am Arsch. Manchmal ist es möglich, ist es hier mal so ein bisschen vertan.
2 habe ich eben schon eingefangen. Also, den Kollegen da, den Minenwettler habe ich schon mal ausgeschaltet. Der ist wie, den habe ich einmal komplett weggedreht. Das heißt, der hängt irgendwo hinter dem Feld rum. Das ist wieder gut so. Gut für uns. Und wir gehen jetzt in unsere letzte Runde, während da hinten der Bumper weggeht. Der Bunny Bumper. Der Sieger aus dem vollendeten Lauf. Hat es auf jeden Fall schon mal. Oh, jetzt haben wir nämlich einen Rivalen hinter uns. Und, auch nicht so ganz gut. Ich bin ehrlich, hätte ich nochmal ein, zwei oder zwischen sein können. Wäre der jetzt schon mal hin. Ja, der. Genau, haut euch auf die Fresse da hinten. Ja, das sind die falschen Autos, Mann. Nehmt ihr doch mal mit den Typen, der hin auf den Sack lang lang. Also 14 Punkte, da weiß ich gar nicht, wie viele Punkte wir Vorsprung haben. Wie viele Punkte wir haben. Also 80 Punkte sind mittlerweile im Vorsprung. Na klar, der Welt ist ja, der sagt, okay, ich halte mich auch wieder raus, ich krieg euch weg, ich nehme euch da vorne weg und wir gewinnen dann diesen Lauf und er ist heute mit Platz 3 gut dabei. Dritter Sieg im 6. Lauf. Jetzt sind wir zumindest wieder drinnen. So. Und jetzt sind es auch wieder 2100 Quellen, also 22.500 haben wir mittlerweile auf dem Konto. Vielleicht können wir uns nachher mal noch ein Auto leisten oder zumindest mal unser Auto noch mit aufbauen. Wie auch immer, ich darf ja nicht so hoch sein, weil sonst heißt es ja, da sollst du nicht mitnehmen, das Auto. So, also, ja. Was habe ich gesagt? 400 und was hat man im Vorsprung? 440 oder 410 oder was? Es bleibt jetzt 90 Punkte Vorsprung. Hat sich auf jeden Fall so ein bisschen gelohnt. Aber soll mir alles ein bisschen recht sein, ja. Ja, der Minenwettler, der ist eben 6. geworden, der vor zweimal letzter geworden. Aber gesagt, alles ist gut. Steht aber nicht, wie viel Platz, wie viele Punkte man kriegt dafür extra noch. Aber wie gesagt, 2. Sieg jetzt in Folge, 4. Podium, 5. Podium sogar in Folge. Also wir sind unter den ersten 4 immer. Das ist gut, das erste Rennen ein bisschen verkackt. Aber 44, also 70 Punkte tatsächlich dann für den Sieg, so wie ich das jetzt sehe. 410 hat man nämlich vorher. Das heißt, sind es 100, sind es, oder 44, wer auch immer. Ja, sei es drum, egal. Komm, wir gehen jetzt rein, vorletzter Lauf, auf geht's. Die Folge ist eh schon ewig lang genug. Ah, ist gut. So, okay. Wieder letzter Lauf. 510 Punkte haben wir jetzt auf dem Konto. Sind gut dabei. 110 Vorsprung. Sandstone Raceway. Und weiter geht's. Was steht da? Was haben wir gesagt? 1000 Schaden. Auch nur 9. Also ich will diesen Lauf gewinnen, um die vor dem Finale oder vor dem großen letzten Lauf noch bitte zu machen. Hier ist mein Kollege The Race, dich nehme ich mal mit nach Hause, mein Freund. Weil das war gar nicht so unwichtig. Ich hab den erstmal aus dem Blickfeld. Die erste Runde schließt man zumindest mal als Dritter ab, Fragezeichen, oder dann sogar noch Platz 2, der ist mit 3. Okay. Oh, guck mal.
mal wieder rumgeistert. Und Minenwettler. Tschüssi. Und ich nehme euch beide direkt mit. Auch hier wollen wir zumindest wieder die Top 4 fahren, damit wir hier wirklich nach Hause die Hausaufgaben nutzen können. Aber dieser zweite Platz einmal in dieser Rüttelstrecke, wo ich echt so meine Probleme hatte, bisher, der war so Gold wert. Habe ich Glück gehabt, dass ich nochmal zwei Autos holen könnte, kurz vom Ziel. Und solange ich meinen Rivalen um diesen Sieg weit weg habe und hinter mir habe, soll mir das persönlich recht sein. Wie gesagt, es wird eine sehr lange Folge heute werden, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Einer habe ich noch hinter mir, Mr. Razor. Der immer noch ganz am, der dran hängt an uns, der immer noch was machen will. Also. Oh, da brennt eine Karre. Die Frage ist, welcher ist es? Ist mir aber auch herzlich egal, weil keine Zeit jetzt, um nachzugucken, wer es war, weil hinter uns sind noch zwei, drei Autos hängen. Die möchte ich sollte lieber gerne hinter mir halten in diesem Rennen. Ja, zwei sind weg und ich zu euch Maniac. So, fahrt mal ab da hinter mir. Ne? Den habe ich schon mal weggedreht wieder. Der hat es auf jeden Fall gesagt. Ja, irgendwie was ich gedreht, das habe ich die Punkte gerade bekommen mit 100 Punkten. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich jetzt bekommen habe bisher. 361, und so viel ist es nicht. Ja, was kriegen wir denn diese? Ja, dann ist es halt so. In erster Linie geht es mir darum, dieses Recht zu gewinnen und tausendmal Schaden zu machen. Ich stehe wieder das Auto. So, vorletzte Runde. Ein Auto haben wir noch hinter uns. Der Rest ist mittlerweile raus, was das betrifft. Die Rivale ist nicht mit drin, den haben wir nämlich einmal kurz auf die Seite gelegt. Und dann weiß ich, also 510 Punkte haben wir vor, und jetzt bei diesem Lauf, und dann weiß ich auf jeden Fall, wie viele Punkte es gibt für den Sieg. Ich fahre auch noch nicht mal schnell jetzt gerade, ich fahre einfach nicht mehr sicher. Wenn ich den hinter mir jetzt vorbei, dass der hinter mir gleich reinkommt, kann ich den immer noch raushauen. Kann ich immer noch wegcrashen. Dann ist es eh egal. Das ist schnell hier. Das ist gefühlt auch kein Teamkollege von dem. Und dann sieht es gerade, der will natürlich auch noch mal ein bisschen was gibt. So, letzte Runde. Und dann haben wir noch einen Lauf. Statt einer neben der Strecke. Aber das ist mir herzlich egal. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Aufgaben gelöst. Wichtig ist, dass dieser vierte Lauf in Folge jetzt auch gewonnen ist. Und so, was hatte ich dann im 510? Hatte ich, ne? Das ist auch nicht die schnellste Runde. So, Race ist siebter geworden. Jawohl, sehr gut. So, letzter Lauf gleich jetzt noch. Das gucken wir nochmal schon auf die Tabelle.
100 Punkte gibt es insgesamt. Und jetzt haben wir 170 Vorsprung. Das heißt, wir sind durch. Wir haben dieses Turnier gewonnen. Das ist ganz, ganz, ganz gut und ganz, ganz wichtig. Dieser vierte Sieg in Folge. Dritte Sieg war es übrigens in Folge. Der vierte aus den letzten 6 Rennen. Oder 7 Rennen, Entschuldigung. Vierter, dritter, erster, dann dieser zweite Platz, wo wir keine Chance hatten auf den Sieg. Aber jetzt sind wir zumindest dabei. So, so weißt du, war gut, dass der weg ist, dass ich den nämlich rausgenommen habe. Der ist nämlich siebter nur geworden im gleichen Duell. Aber jetzt ist es egal. Jetzt geht's ins Finale. Und jetzt ist es eh wurscht, wie viel da wir sind. So, auf geht's. Im letzten Lauf. Es geht jetzt nur heute darum, einfach nur nach Hause zu fahren. Da kriegen wir das Ding hin. Aber wichtig ist erstmal, das Rennen nicht auszuschalten, dass wir keine Punkte holen. Ich hatte das, wenn dann so wäre, dann wären wir etwa 70. Ups, geht's hier lang. Ach, da oben. Upsi. Das ist eigentlich unsere heutige Aufgabe. Zerstöre mindestens einen Gegner. Ah ja. Das wäre mir egal, wenn wir den zerstören würden. Genau, haut euch mal da fleißig selber raus, das ist mir wurscht. Du gehörst da hinten hin. Oh, Alter, es geht ja mal gerade richtig auf die Fresse hier. Hallo, 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 hallo. Nicht alle auf einmal, Leute. Also was Klatsch, den hat es auf jeden Fall ordentlich gescheppert. Ja, ein bisschen mehr. Soll einen Gegner auf jeden Fall zerstören, aber es ist. Noch mal mitgenommen. Also ich, momentan haben wir gar keine Chance, nach vorne zu fahren, auf einen zu fahren. Also, falls ich nach vorne gehe oder mal rangehe oder was auch immer, da habe ich gar keine Chance. Werde ich direkt attackiert. Alles. Du hast gar keine Chance. Also, momentan ist es eh wurscht. Sogar zweiter momentan, warum auch immer, aber da vorne ist der führende. Ich versuche gerade wieder ein bisschen reinzukommen in dieses Rennen, diese Runde. Wir sind jetzt Runde 4 von 6, wir haben noch 2 Runden gleich, also 3 Runden gleich. Ne? Aber die Bumper, der führt, der hat jetzt eben gerade schon eine Leitung. Hat es auch schon einen Lauf heute abgenommen, aber da war mal chancenlos. Hier haben wir eine reelle Chance auf das, hier nach Hause zu fahren, aber ich muss erstmal den nehme ich erstmal mit nach Hause, den Jungen. Den habe ich ja noch mit in der Botanik geschickt. Und darum geht es ja teilweise in diesem Rennen auch. Einfach mal nur auf der Fresse geben, ja? Und wo kommst du denn her, mein Freund? Jetzt erzähl mir nicht, dass du schon nach Hause kommst. Egal. Komm, weiter. Ab nach vorne. Stopp. Bin ich bereit?
Selbst wenn ich mich jetzt heute keinen zerstöre, dann ist das halt aber so. Ich glaube, wie sind die Punkte auch momentan aus für die Zerstörung? Das ist ein Igor, ist es hier neben mir. Ah, General Reed, der Leader, ist ein bisschen in der Wand drin. Ja, vielleicht kommt er noch einen. Klatsch, den hat auf jeden Fall gut in die Wand gehauen, aber weg ist er nicht. Weil die anderen sind auch da irgendwo mit drin in der Gruppe. Wir sind mit so einer letzten Runde so nebenbei. Und trotz dieses kleinen Mini-Zwischenfalls das Ding doch noch nach Hause gefahren. Am Ende ist es halt wurscht. Also nochmal 1900, wir haben jetzt 26.000. Den haben wir auf jeden Fall schon mal nach Hause gefahren. Wir haben einen richtig dicken Tag heute gehabt. Mit 8 Rennen. A6 Runden, also 48 Runden. Also es hat so Spaß gemacht gerade. So ein bisschen, also klar, es waren immer mal wieder so Frustmomente dabei, wo ich mir denke, ja. Wir haben es nicht ganz geschafft. Eins von 8 Bonuszielen haben wir geschafft. Aber es ist egal. Hauptsache, wir haben die Aufgabe gelöst. Das Ding ist nach Hause gefahren. Die Challengers haben wir abgeschlossen. Wir haben noch ein paar Läufe. Bisschen was vor uns, wenn ich mir das hier so angucke. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ganz schnell. Und dann schauen wir mal, was wir noch als nächstes machen. Bis dahin und tschüss.